Idyll in München. Und er hat heute auch wieder alles geleistet, was er leisten musste. Der Grill. Und schaut mal, mittlerweile habe ich auch den Sonnenschirm aufgestellt. Und es grünt und grünt und grünt und grünt hier. Ja, herrlich, ne? Wahnsinn. So, da bin ich und muss mal so zwei, drei Dinge mit euch klären an dieser Stelle. Ich habe heute diesen Link von der ING DiBa gepostet, wo viele von euch wahrscheinlich schon wieder gedacht haben, ah, jetzt wird er wieder total kommerziell, der Buschi. Ja? Jetzt macht er da irgendeinen Deal. Nee, überhaupt nicht. Ich wollte euch eine Riesenmöglichkeit geben, denn wenn ihr da mal anklickt, diesen Link, dann seht ihr nämlich, dass das eure Chance ist, am 23. Juni ab 16 Uhr live dabei zu sein, wenn Dirk Nowitzki and Friends gegen Manuel Neuer and Friends kickt. Fußballspiel. Stadion ist ausverkauft in Würzburg und ihr könnt dabei sein, aber nicht nur als Zuschauer. Ihr könnt mitmachen und damit ganz nah an die Stars rankommen. Also da ist wirklich nichts Schlimmes dran. Ich bin total überrascht. Das Ding haben gerade mal 10.000 Leute oder so angeguckt und wenn ich nur einen Pups lasse auf meiner Facebook-Seite, dann registrieren das 80.000. Also da war ich total überrascht. Nein, es ist nicht das Anheimfallen des Frank Buschmann zum Kommerz. Völliger Quatsch. Also guckt euch das Ding mal an. Ich dachte, ich tue euch einen Gefallen, denn das ist eine Riesenmöglichkeit für einen von euch. Okay, schwamm drüber. Dann die Geschichte mit Uli Hoeneß heute. Ich bleibe auch weiterhin dabei, dass ich keine großen Urteile abgebe, weil ich einfach nicht weiß, was die Justiz im Endeffekt entscheiden wird. Fakt ist, dass der Aufsichtsrat gesagt hat, Uli Hoeneß behält seine Ämter beim FC Bayern. Man will die ganze Angelegenheit weiter beobachten und gegebenenfalls später dann noch reagieren. Ich ehrlich gesagt, dass ich dann doch mal eine Bewertung finde, das ist eine ganz vernünftige Entscheidung und später wird man dann sehen, wie man weiter verfährt. Ja, dann habe ich versprochen, bis Donnerstag Ruhe zu geben. Das hat wieder total gut geklappt. Aber ich denke, ihr seht es mir nach. Donnerstag 13 Uhr live bei Sport 1. Dann übrigens Phoenixhagen gegen die Brose Baskets Bamberg. Spiel 1 hat Bamberg deutlich gewonnen, aber nur, weil sie im letzten Viertel die Hagen auseinandergenommen haben. Vorher war es eine ganz, ganz enge Geschichte. Und wenn Phoenix mal heiß läuft mit der wilden Spielweise, wer weiß, in der altehrwürdigen Ischelandhalle, ob da nicht doch eine Überraschung möglich ist. Wir werden es sehen. Nochmal am Donnerstag 13 Uhr live bei Sport 1. Freue ich mich wie ein Schnitzel drauf, Buschis coming home, herrlich. Ja, und ansonsten versuche ich jetzt wirklich euch mal Ruhe zu lassen. Ich brauche die ja eigentlich auch, aber ach, ich muss dann auch immer wieder irgendwie kommunizieren. Und deshalb habe ich jetzt wieder mit meinem Handy und damit mit euch gesprochen. Ist das schön. Ihr hört ja die Vögel eigentlich zwitschern? Die machen ein Theater hier am Abend, aber noch schlimmer ist es morgens. Das ist Wahnsinn. Obwohl, was heißt denn hier schlimm? Ist doch total idyllisch. Ist doch schön. Bis Donnerstag. 13 Uhr live. Phoenixhagen gegen die Brose Baskets Bamberg. Jetzt wird der linke Arm langsam lahm. Jetzt wird er lahm. Tschüss. Schwenk. Puh.